Das war eine Akkordfolge, wie sie Georg Friedrich Händel sehr oft in dieser Art seinen Fugen vorangestellt hat. Er hat das dann genannt Präludium und Fuge. Und ich habe mir als Bub gedacht, das ist aber ziemlich fad, diese Akkorde zu spielen. Die Fugen sind interessant, aber schwierig. Und habe mich damit nicht weiter beschäftigt. Bis ich erfahren habe, diese langweiligen Akkorde sind nicht dazu gedacht, um einfach nur so gespielt zu werden. Übrigens war es die berühmte Cembalistin Isolde Ahlgrim, die mich darauf hingewiesen hat, ja, das ist ja nur ein Gerüst, das ist ja nur eine Skizze. Über diese Harmonien muss man selbst etwas erfinden. Die Basis dafür ist das Arpeggio, also der zerlegte Akkord. Das heißt, wenn wir heute so etwas sehen in irgendwelchen Barockwerken, dann arpeggieren wir das. Das ist einmal die Basis. Aber Arpeggio heißt viel mehr als das. Das heißt, es kann zum Beispiel reicher sein. Ja, aber auch das ist noch nichts Besonderes in dem Sinn, das könnte man jetzt in eine rhythmische Form bringen. Schon mehr Struktur sozusagen, aber eigentlich ist es dafür gedacht, alles Mögliche, was einem einfach einfällt zu diesen Harmonien, hier spielen zu sollen und zu dürfen. Ganz stimmungsvolles Stück machen, zum Beispiel im Tempo einer Sizilianer. Und warum steht im Titel, dass Bach die Improvisation gekillt hat? Bach hat solche Freiheiten einfach nicht mehr zugelassen. Der hat gesagt, nein, also diese Dilettanten, die mir vielleicht meine Harmonien, meine schönen, die ich im Kopf habe und die Girlanden und all die Bewegungen, die ich da im Kopf habe, vielleicht kaputt machen, ich schreibe es aus. Also er hat sich die Mühe gemacht, das kostet natürlich ein Vielfaches an Zeit, aber er war dann sicher, das kann nicht anders gespielt werden. Und zu diesen Harmonien, die ich Ihnen jetzt gezeigt habe, wie man sie hätte zum Beispiel ausführen können, hat Bach ein Arpeggio sozusagen selbst komponiert und vorgegeben, das im Grunde nicht so virtuos ist und so lebendig wie die letzten Beispiele, aber auch nicht so einfach wie die ersten Beispiele. Beispiele, sondern folgendermaßen. Sie kennen das. Johann Sebastian Bach, das erste aus den 48 Präludien und Fugen. Das ist Bach, der den Interpreten keine Freiheit mehr zum Improvisieren gegeben hat. Er wollte sichergehen, dass das, was ihm vorgeschwebt
ist Note für Note vom Interpreten ausgeführt wird. Und das wird dann immer schlimmer, denn die Solokadenzen in den Solokonzerten mit Orchester haben dann Mozart schon teilweise vorgegeben, Beethoven dann eigentlich schon mit allen Kadenzen, die es überhaupt gab, die er kompositorisch vorgegeben hat, und die romantischen Komponisten haben überhaupt keinen Freiraum mehr gelassen. Und den Anfang dazu hat gemacht Bach, der die Improvisation gekillt hat.